MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung, dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. So Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 17 auf der PlayStation 4 und wir sind wieder im Joining-Modus unterwegs. Oh, oh. Alles klar? Oh, hey, Guess. Wieso reagierst du nicht auf meine Nachrichten? Ja, hatte viel um die Ohren, kennst das ja. Ha. Okay. Setz dich, Junge. Hunter, nun, du kannst sicher sein, das will ich sehr schätzen. Danke. Ich finde auch, es läuft gut. Ich komme richtig gut zurecht im Team. Aber wir finden, es ist an der Zeit, dich auszuleihen. Was? Nein, 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 nein. Das ist ein Fehler, Mr. Hey, Butler. Du wirst nicht dafür bezahlt, den Trainer zu kritisieren. Nun, du hast gut gespielt, aber der Einkauf des teuren neuen Stars wird deine Spielzeit beschneiden. Ich habe Angebote von 3 Championship-Clubs. Da kannst du spielen. Das ist eine tolle Möglichkeit für dich, Erfahrung zu sammeln. Ach du Scheiße! Jetzt werden wir auch noch ausgeliehen hier. Und das sind die Angebote aus der zweiten englischen Liga, sage ich mal. Aston Villa, Newcastle United oder Norwich City. Ganz ehrlich, ich mag die Kanarienvögel hier. Ich nehme ganz klar Norwich. Die haben auch noch keinen Titel. 1902 gegründet, also noch das jüngste Team von diesen drei, die wir hier in der Auswahl haben. Was haben wir noch? Boni, erzielte Tore, Vereinsziel. Hä? Ja, gibt jetzt nicht die fette Kohle, aber ich nehme Norwich. Hör zu. Wir alle denken, dass du großes Potenzial hast. Aber du musst spielen, Woche für Woche. Diese Leihe könnte dein Durchbruch sein. Die Geschäftsstelle organisiert Transport und Unterkunft. Mr. Agostino erwartet dich nächste Woche am Trainingsgelände. Tja. Alex? Zeig, was wirklich in dir steckt. Oh, das werde ich. Das werde ich. Und wisst ihr was? Wenn ich dann zurückkomme, könnt ihr mich direkt auf der Transferliste platzieren. Ich bin durch mit diesem Verein. Ich werde meinen Durchbruch schaffen in Norwich. Ha! Das wäre doch gelacht. Da bringen wir wirklich richtig Leistungen. Ja? Hier bei Crystal Palace. Gerade das letzte Spiel in der letzten Folge war ja ein richtig fettes Spiel eigentlich. Und dann schiebt man uns ab. Dachte, du hast vielleicht Hunger. Hunger? Ha. Danke. Die alten Koffer tun es immer noch ganz gut. Hm? Bin damit eingezogen. Hm? Da war ich 3? Nein, 4. Dad hat mir kein Spielzimmer gebaut. Naja. Das Leben gibt dir nicht immer, was du willst, oder? Sie schmeißen mich raus, Großvater. Ach nein, sie leihen dich nur aus. David Beckham ging damals nach Preston. War sein Durchbruch. Komm schon. Halt durch, Junge. Tja. Ja, so ist das. Aber, ja, schauen wir nochmal rein hier. Im Prinzip die richtige Entscheidung, würde ich sagen. Eigentlich. Auch wenn wir das jetzt als junger Heißsporn vielleicht nicht so sehen. Aber junge Talente sollten wirklich Spielpraxis bekommen. Hey, Hunter.
Schiert dich deine Mom immer noch in der Schrottmühle rum? Sieh an, Williams. Dich habe ich nicht gesehen seit meinem Abschied aus der Premier League. Wo bleibt meine Postkarte? Okay, Mann, okay. Willkommen im Fußballhimmel. Hey, ich weiß, das hier ist nicht die Premier League, aber trotzdem Profifußball, oder? Echt jetzt, Mann. Hier sind gute Spieler, taffe Spieler, tolle Clubs. Mein Spiel ist besser geworden, seit ich herkam. Das ist Fakt. Was machst du eigentlich hier? Ich suche Mr. Agostino. Was, Dino? Hey, Dino! Draußen hat sich dieser Möchtegern-Kicker auf dem Flur rumgetrieben. Alex Hunter, willkommen, willkommen. Mr. Agostino. Dino, Dino, bitte. Mr. Williams hat sich um dich gekümmert? Ja, wir sind alte Freunde, er und ich. Ja, Daniel erwähnte, dass ihr auf der Akademie wart. Die Chemie auf dem Platz ist das absolut Wichtigste. Es ist das Allerwichtigste. Ich bin froh, dass ihr Freunde seid. Das wird dem Rest der Mannschaft helfen. Sowas steckt an. Klar. Ja. Alex, wir haben ein Problem. Wir bewegen uns im Angriffsdrittel nicht so gut. Ganz besonders vor dem Tor. Mr. Williams macht gute Pässe, aber unser Abschluss ist schwach. Ich denke, wenn ihr zwei vorne zusammensteht, könnt ihr den Gegner vor viele Probleme stellen, oder? Ich denke, ich kann diese Liga erobern, Dino. Boom! Okay, hört zu. Wir haben einen harten Ligapokal gegen eine Runde 3 und müssen wieder aus dem Tabellenkeller raus. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Du hast das alles in der Hand, Alex. Es gibt 1000 Chancen, die du ergreifen kannst. Frag Mr. Williams. Nach einem schwachen Spiel folgt ein umso härteres Training, um seinen Platz zurückzuerobern. Kapisch? Gut, na schön. Na, dann ist doch alles soweit in bester Ordnung. Okay, ich muss los. Alex, wir haben dir eine Unterkunft besorgt. Sie ist klein, aber gemütlich. Ich gehe jetzt. Ich habe einen Termin mit dem Boss, okay? Ich freue mich schon auf morgen aufs Training. Na komm, ich zeig dir alles. Ja, Freunde. So ist das. Immerhin gut aufgenommen worden. Na, guck mal hier, eine kleine, aber wirklich feine Unterkunft. Gut aufgenommen worden. Wer hätte das gedacht, dass ich glaube, es ist der Schnösel von ganz am Anfang, oder? Mit dem wir so gar nicht zurechtkamen, oder? Und jetzt auf einmal stehen wir mit ihm in einem Team und sollen tatsächlich anscheinend, so wie das klang, so, Entschuldigung, die Norwich-Offensive neu beleben, wiederbeleben, neu prägen, man weiß es nicht. Ich bin bereit. Also wie ich ja schon sagte, eigentlich rein objektiv betrachtet ist es schon die richtige Entscheidung gewesen. Junge Spieler sollten wirklich Spielpraxis bekommen, junge Spieler sollten verliehen werden, sehe ich auch so. Aber aus Sicht von Alex Hunter ist es natürlich so, dass er sagt, na, nee, ich will hier ne weiter meine Chance bei Crystal Palace suchen. Elfmeter kann ich hier in dem verkackten Spiel gar nicht. Finde ich, ist sehr schlecht dieses Jahr umgesetzt. Aber das Fläschchen haben wir erwischt. Irgendwann mal, glaube ich, kommt dann der Moment, an dem diese Linie nicht mehr da ist. Zack. Aber wir sind schon bei Excellent und deshalb soll uns das egal sein. Das haben wir geschafft. Fortsetzen und jetzt fortgeschritten Elfmeter. Ehrlich jetzt. Nimm noch Freistöße oder so, da hätte ich Bock drauf gehabt. Aber fortgeschrittene Elfmeter ist doch voll für den Popo. So.
Ja, kann man auch nicht mehr nachjustieren, wenn man einmal angefangen hat. Ja, da will ich aber die Flasche treffen, verdammt. Das wird auch nichts, also nichts Zielführendes. Da hat er sie. Sehr gut. Das wird nicht einfach. Ah, excellent. Oh, oh. Schwein gehabt. Ah, der ist ein bisschen schnell unterwegs. Patsch. Sehr schön. Na, jetzt läuft's doch. Wumm. Und auch dieses Training haben wir exzellent abgeschlossen. So, und jetzt dürfen wir wieder von der Bank kommen, oder? Die gleiche Scheiße jetzt hier nochmal, richtig? Ah, gibt einen Riesenschub. Immerhin. Vielleicht ist es bei dem Verein auch ein bisschen einfacher, durch Leistung direkt in die Startelf zu kommen. Wäre mir schon ganz lieb, weil wir haben schon für den Kack gearbeitet, oder? Schauen wir mal. Im Pokal jedenfalls werden wir von der Bank kommen. Hoffe ich. So, was haben wir denn da? Madison, Murphy, Mlumbu, Whittaker, Morris. Puh. Bin ich nicht im Bilde. Heute beginnt für uns etwas Neues in dieser Liga. Denkt an eure Aufgabe. Jeder von euch ist Teil eines Systems. Fällt einer von euch aus, dann bricht das System zusammen, ne? Alex, du beginnst heute auf der Bank. Schau genau hin, lerne unseren Spielstil und sei bereit für die zweite Hälfte. Das Beste kommt zum Schluss, was? Kommt schon! Los jetzt! Also immer konzentriert bleiben, diszipliniert spielen und hübsch eure Aufgaben erfüllen. Mehr ist es nicht. Ja, ich bin gespannt auf den Spielstil von Norwich City. Die Tabelle mit 7 Spielen, 13 Punkten wird ja nicht gerade angeführt. Das ist aber jetzt, soweit ich das gesehen hatte, hier im Pokalspiel. Gebt den Wechsel. Alexander kommt und wir kommen. 25 Minuten vor dem Ende rein. Sehr 25 Minuten vor Ende. Ja, 8-0, eine Vorlage, positives Ergebnis. Alter, 25 Minuten ist hart. Ist, ja, von mir aus. Es steht 0-0. Aber jetzt nicht mehr passen. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Den spielt er gut und jetzt wird's gefährlich. Hunter! Starkes Spiel. Hat mir gefallen. Wie er den Ball, ja, schade, sieht man nicht mehr. Schön abgeschirmt hat und dann nochmal abgelegt hat. Bisschen umplatziert. Wenn der Schuss ein bisschen, ja, weiter links unten kommt, wird es durchaus interessant. Oh, der Hunter! Gute Aktion, gut geklärt. Ah, wenn du den oben spielst, haben wir eine Chance. Aber das war eine richtig schöne Aktion. Haben wir noch mal so eine Eckball-Variante auf Lager? Ah, der kommt nicht durch. Da steht die Abwehr sicher. Ah. Ich weiß gar nicht, welche Position ich spiele. Ist das schlimm? Ah, der geht. Tim Klose. Da ist voll. Oh, macht er gut. Top Dribbling. Kriegt dann den Ball nicht mehr anständig rein. Na, der bleibt im Feld. Ja. 1A Tackling vom Hunter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oben. Er lässt sich da nicht aufhalten. Uiuiuiui. Schade, die Idee war gut. Oh.
Scheiße. Schwacher so, Zweikampf, ja. Komm, kommst du da weiter? Jawohl. Schön. Jetzt ist der Ball auf jeden Fall weg. Und direkt kurz vor Spiel. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Nee, nicht mehr spielen. Gut. Tete. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt der Schuss. Oh, schade, schade. Gute Ballbehandlung da vom Mitspieler. Macht er aus meinem nicht ganz so gut gelungenen Pass noch das Beste und kriegt den Abschluss hin. Dieser geht dann aber schon arg am Tor vorbei. Ich glaube, wir spielen hinter der Spitze. Kommst du ran? Ja, kommt er. Tete. Oh nee, das war Grütze. Wieder laufe ich dran vorbei hier. Ab da, jawohl. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Und Spiel offen machen, Spiel schnell machen. Wird hier gewechselt. Alexander jetzt. Ganz unten kommt er. Den spielt er steil. Tolle Flanke. Oh! Ja, da bin ich nicht durchgelaufen, da habe ich abgebremst. Mein Fehler. Ha! Aber wir zwingen ihn zu einem Turnover. Zu einer schlechten Entscheidung. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Mulumbu. Ja, sehr schön. Er spielt den Pass zurück. Oh. Da ist der Ball weg. Ja, wieder ist der Ball weg. Schwache Passansage. Ja, ja, ist richtig. Nicht der Pass war schlecht, sondern das Fordern war schlecht. Abseits. Jetzt wird's gefährlich. Das war perfekt. Das ist abseits. Sehe ich auch so. Ja, das war tatsächlich abseits. Gutes Auge vom Assistenten. Ja, wir spielen definitiv hinter der Spitze. Hängende Spitze oder irgendwie sowas in der Art. Ah, lässt er den Ball über den Scheitel rutschen. Verlängert ihn da in eine Region, wo ich nicht bin. Oben. Ah, Freunde. Müsst ihr sehen. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen zurecht. Das war ein Riesenbock. Der kann teuer werden. Im schlimmsten Fall. Mulumbu. Whittaker. Alexander. Direkt durchgeleitet. Jetzt Alexander. Mega Spielverständnis. Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein paar. Da kommt. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Da hätte. Der Parade hält er sein Team im Spiel. Es steht weiterhin. Da hätte es klingeln können. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der. Kein Abseits, kein Abseits. Wood. Boah. Der Ball hält er gut. Jetzt hier Chancen hüben wie drüben. Schöne Balleroberung. Das könnte die Chance werden. Ich glaube, ich bin im Abseits gewesen. Gute Möglichkeit. Ah, da kommt der Pfiff, ich glaube. Ja. Hauchzart. Aber abseits. Ah, sind noch 10 Minuten. Wir müssen hier nicht in Hektik verfallen. Neuer Anfang. Alexander, Norwich City. Ja, und Buschi sagt es, der war ja richtig gut drauf. Sehe ich auch so. Das war unser Breakthrough-Game. Wow, diese Lücke hier zu finden. Und jetzt Pfund. Oh, Mulumbu, kurze Eck, nichts gut. Scheiße. Ah. Auch da kann mehr draus gemacht werden. Komm, hast du. Jawohl. Alexander. Wird
Oh, spiel ihn oben rum. Wo bringt er da den Ball hin? Die Gäste werden wechseln. Sie passen den Ball gut. Total unnötig. Da steht er gut. Er kann wieder Ballverlust am eigenen 16er. Aber vielleicht jetzt mal schnell spielen. Nee. Hat er was dagegen? Dann muss ich loswerden. Tete. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz, Fußball. Aus der Drehung wird schwer. Haben wir. Hunter! Auf den Goalie. Oh. Ja, ja, schlechte Ballanforderung. Ich weiß. Jetzt Alexander. Da bin ich nicht schnell genug. Aber das ist keine schlechte Ballanforderung gewesen dann. Ich habe ihn ja gar nicht angefordert. Sondern das war ein elitärer Pass, der einfach schlecht bearbeitet wurde. Ich weiß. 7-7er Note. Das ist unser Einwurf. Ja, etwas über 5 Minuten sind noch regulär zu spielen. Ui. Oh! Was war das denn? Hin. Pressen jetzt mal, jawoll. Oh, scheiße gespielt. Ja, geil. Und da ist das Tor. Was war denn das für ein Ding? Was will er denn da machen? Ein Flügelwechsel? Was für ein Hirn. Total unnötig, diesen Ball zu spielen. Und sich dann so auskontern zu lassen. Und warum deckt unser Torhüter... Oh, das kurze Eck mal so gar nicht ab. Geil, Omar. Vollidioten, ey. Geile Truppe hier. Man muss ja auch nicht nach oben spielen. Tete. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ja, und den brauche ich nicht so zu spielen, ne? Gib mal hier ein Pressing-Kommando oder so. Das ist ja gerade alles hier Kindergarten. Die Uhr tickt. Chancen wurden vergeben. Wieder und wieder. Alex Hunter. Tim Klose. Tete. Er macht das Spiel schnell. Finde den Mitspieler. Oh, wie ärgerlich. Ja, stark. Und nochmal, jawohl, das ist unser. Kein Foul, alles gut. Naja, komm. Bis ihr den Ball da bearbeitet und verarbeitet habt, ist meistens schon Holland in Not. Reguläre Spielzeit ist um. Und es gibt keine Nachspielzeit. Ach, Schiri. Was ist denn los mit dir? Das Spiel hier hätten sie nicht verlieren müssen, finde ich, Buschi. Nee, wollen sie überhaupt nicht. Da war mehr drin. In Leeds verloren. Riesenbock. Will er dann den Flügelwechsel versuchen, was total schwachsinnig war in der Situation, weil wir da unten das Dreieck schon gebildet hatten. Ja, 7-6 nur, keine Vorlage, nichts erreicht, weil das Team zu dumm war, hier anständig Fußball zu spielen. Das ist ja ein Einstand nach Maß. Mensch. Da kommst du hier hin und bist eh schon pissig und dann, oh Mann, verkacken die noch hier die einfachsten Dinge. Das Spiel war komplett unter Kontrolle. Alex, Spiel 1. Unglaublich. Wie ist es gelaufen? Ja, habt ihr das Spiel nicht gesehen? War gut, anders. Das Spiel ist etwas langsamer, vielleicht auch weniger technisch.
aber wirklich sehr hart, echt körperbetont. Keine Punkte, Alex. Was war heute ausschlaggebend? Ja, das Gegentor. Ich glaube, meine Mitspieler sehen das ähnlich. Uns hat heute einfach die Harmonie gefehlt, der Teamgeist. In dem Bereich bleibt im Training für uns noch viel zu tun. Das war's, Alex. Ja. Sehr gern. Das war richtig schlecht. 25 Minuten. Was willst du auch in 25 Minuten groß reißen? Und dieser Flügelwechsel war so unnötig. Freunde der Sonne. Tja. Also das Ziel Startelf ist leider erneut weit in die Ferne gerückt. Ah. Ich dachte, wir hätten es schon bei Crystal Palace gepackt. Dann kommt die Leihgabe und jetzt hier wieder. Ja, es fühlt sich an wie auf Null. Aber wir müssen kämpfen. Wir müssen fleißig weiter trainieren und versuchen, uns ins Team zu spielen. Und ich bin mir sicher, sobald wir dann im Team sind, werden wir noch für den einen oder anderen, ja, heißen Moment sorgen können, Freunde. Und diese heißen Momente erleben wir gemeinsam, das klingt ein bisschen sehr erotisch gerade, die erleben wir alle gemeinsam in einer der vielen nächsten Folgen, die da noch kommen werden. Macht's gut, bleibt am Ball, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Leute, das war's mal wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über ein Like freuen oder auch über einen Kommentar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch einfach diesen Kanal, indem ihr hier auf Abonnieren klickt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Gordy LP.